Herzlich willkommen zurück bei Lords of the Fallen. Ich habe jetzt meinen Kaffee, aber beruhigt habe ich mich noch lange nicht. Ah. So. Los. Gut, dass du es so weit geschafft hast. Die Sense sah mir doch recht gefährlich aus, aber dich konnte sie nicht abschrecken. Auch, hat dich schon unterhalten, mein Kampf. Hättest du auch helfen können, aber nö. Schau zu, meine kein Problem mit. Hab schon Schlimmeres mitgemacht. Nun sieh einer an, was die Katze da wieder geschleppt hat. Kassler, das ist Jedgar. Sie sucht nach irgendwas ganz Besonderem. Du hast ja keine Ahnung, Harkin. Wie ich sehe, hast du einen Mönch aufgelesen. Mein letzter hatte nicht so viel Glück. Bezaubernd. Du weißt wirklich, wie man bei einem Gespräch das Eis bricht. Jedgar, lass mich raten. Du hast doch hier irgendwas vor. Was glaubst du denn? Ich weiß, welche Geheimnisse hinter der Wegpforte auf uns warten und ich werde mir das nicht entgehen lassen. Ah! Kaslo, bist du bereit, die Wegpforte zu öffnen? Wie du vielleicht schon vermutet hast, sind die Dinge etwas komplizierter als erwartet. Möglicherweise fehlt dir die Runenkombination, um sie zu öffnen? Lass mich raten, du kennst sie. Die Reihenfolge steht in meinem Buch der Ahnen. Wir bräuchten allerdings jemanden, der Magie einsetzen kann. Das wäre dann wohl Kaslo. Gestatte mir die Ehre. Aha. Später. Jetzt gehen wir aber hier ran. Gehen wir aber nochmal hier ran. Dann machen wir das hier. Es wird langsam spärlich, was die Punkte angeht. Affekt sie auf die Wirksamkeit von Heiltränken aus. Gut, dass ich das jetzt schon lese. Inventar, wo ist denn das Ding? Hier. Stärke-Skalierung. Glaubensskalierung. Schön. Brr. Ich habe gerade nur Sachen, die Stärke und Glauben skalieren. Geschick will ich irgendwie nicht. Es kann doch nicht sein, dass wir hier nichts haben, was auf Geschick skaliert, außer die Dolche und die Kampfstäbe. Ja, und die Dinger hier. Die Verblendung ist momentan nicht das Beste, das ist traurig. Oh, den werfen wir uns mal direkt ein. Ja, genau das wollte ich. Da können wir es auch haben. Hallo. Stich. Hä? Doch ein Punkt, warum lässt er mich nicht skillen? Bin ich jetzt komplett bescheuert. Dann halt nicht. So, da hinten ist der Aufwärtergang. Da gehen wir erstmal hin. Friedhof. Der Ort des Grauens. Hm. Hier ist noch so eine komische Tür. Auch verdammt. Ach, das könnte bewegen. Neue Grabkammer. Oh nö, nein, nicht schon wieder so einer. Nein, so fangen wir gar nicht erst an. So fangen wir gar nicht erst an. Nee, so wirklich nicht.
Nee, aber wirklich nicht. Ja, natürlich kann ich da nicht lang und da unten ist dieser Wichser drin. Schön. Okay, dann hat sich der Abstecher erledigt. Hier auf dem Friedhof war auch nur Müll. Jepke. Harkin, worauf warten wir noch? Betritt jetzt die Wegpforte, Harkin. Finde einen Weg, die Roga-Herrscher aufzuhalten. Erst dann können wir zu Antanas. Ich hab gedacht, du warst schon bei Antanas. Unglaublich. Hinter der Pforte ist keine Kammer, sondern eine andere Welt. Echt? Das werden wir gar nicht mehr aufholen. Vertraut, aber wie eine Kindheitserinnerung. Verzerrt, brüchig. Dieser Lichtstrahl. Ist das der Ort, nach dem du suchst? Woher soll ich das denn wissen? Ich werde allein gehen. Du hältst mich bloß auf. Danke. Also, wir sehen uns, Glatzkopf. Vielleicht. Ach ja. Kassel will natürlich nicht. Okay. Ja. Kindheitserinnerung. Sehe genauso. Was bist du denn? Hässliche Fresse. Sein bleiernes Schwert zur Hand. Kannst ja sogar reden. Und du ebenfalls. Ich bin überrascht. Was bist du? Das ist ein Schmied. Hast du keine Augen? Was bist du? Gute Frage. Die irdischen Gesetze gelten nicht mehr für mich. Vor hunderten Lebzeiten verließ ich das Reich der Menschen. Ich habe keinen Namen mehr. Er ist lange vergessen. Hier spielt er keine Rolle. Du hast das Reich der Menschen verlassen. Von dem Moment an, als die Universen geboren wurden, begannen sie zu sterben. Es ist unausweichlich. Nichts bleibt gleich. Selbst du veränderst dich in diesem Moment. Direkt vor meinen Augen. Und mich vor deinen. Oh, da oben steht sogar Schmied. Was machst du hier? Was machst du hier? Etwas sucht nach mir. Etwas Wertvolles. Es wird mich erreichen. Stück für Stück. Aha. Was meinst du? Es wird kommen, wenn die Roga gehen. Die Roga werden nicht so schnell verschwinden. Gehen und kommen, kommen und gehen. Für mich ist das ein und dasselbe. Junge, bist du Maya? Es ist ein Kristall. Ein ganz besonderer Kristall. Ein Kristall, der Risse zwischen den Welten erzeugen kann. Risse stark genug, um neue Wege hervorzubringen. Die Roga könnten diesen Kristall benutzen, um in unsere Welt zu gelangen. Den Kristall selbst findest du am Ort der Macht. Dem Ort, wo alle Energie sich sammelt. Die dezente Blase, nimm ihn an dich und die Roga-Herrscher sitzen fest. Dann bring ihn zu mir zurück. Ja. Diese ganzen Werkzeuge. Bist du eine Art Schmied? In mancherlei Hinsicht, ja. Ja, das könnte man so sagen. Ich habe durchaus mit Waffen und dergleichen zu tun. Dann schmiede mir was. Ich könnte dir den Ozean geben. Und du bittest nicht bloß um ein Glas Wasser? Gut, dann gib mir den Ozean. Zeig mir eine deiner Runen. Und mit dieser Rune kannst du jede beliebige Waffe verstärken. Okay. So. Auswahl getroffen, heißt, kannst du eine Erfahrung setzen.
Wenn du eine Auswahl getroffen hast, kannst du mit der T-Erfahrung eine Chance auf hochwertige Runden zu erhöhen. Nee. Wenn das Tutorial weggehen würde, würde das vielleicht... Da. Hau raus. Alles raushauen. Zehn lassen wir mal versiegelt. Zack. Bin mit dem fertig. Was sagen? Schnauze. Herstellen. So. Runen ausrüsten. Da sind wir jetzt. Makellose Kraftrune. Aha. Mehr Schaden. Mehr Blocken. Mehr Balance. Noch ein Blocken. Oh, Attributskalierung. Oh. Hübsch, hübsch, hübsch. Das gefällt mich. Hat das einen Sockel? Natürlich hat das einen Sockel. Hier. Attributskalierung. Zack. Hat sogar zwei Sockel. Okay, was haben wir denn hier? Physischer Widerstand. Nehmen wir gern. Noch mehr physischer Widerstand. Die lebendige Erde, den Hut. Noch mehr physischer Widerstand. Halten an, so, an sich ja nichts aus. So. 7% Skalierung, finde ich gut. Haben wir natürlich keine Erfahrung mehr. Es will mich nicht lassen, ich weiß nicht. Denkst du mal hier grundlegend falsch wieder mit der Magie, aber ist mir jetzt egal. Hier. Yeah. Zu dem kommen wir eh nicht mehr. Das hier nehmen wir mal, weil... Die Dinger sind dann... Ich hab schon 9 von diesen blöden Schädeln, ne? Erstaunlich viele. 5. 6, 7, 8. Na gut. Finde den Herrscher, ja, machen wir dann. Ist sogar ein Speicherpunkt. Ach, guck mal. Die habe ich ganz übersehen. Wir stehen in deiner Schuld. Hakin, das wirst du nicht glauben. Sieh mal, ich habe diese Steintafel gefunden. Sie ist unvollständig, aber in der Sprache meines Buchs der Ahnen geschrieben. Wo kommt es her? Ich brauche den Ursprung. Mal sehen, ob ich welche finde. Ja, es könnte nicht schaden, wenn du dich auch mal nützlich machst. Dankeschön. Wenn ich wüsste, wo die herkommen. Ohne mich wärst du gar nicht hier. Könnte ich die vielleicht übersetzen? Aha. Da hinten seht ihr schon. Ja, das kennen wir schon. Ja. So. Was hat es mit diesem Buch der Ahnen überhaupt aus? Das war Buch, das ist das Einzige, was mir von meiner Familie bleibt. Und ich weiß, dass sie die Vision hatten, dass ich einen großen Schatz finde. Natürlich. Ich hoffe, du gibst endlich Ruhe. Tja, ich hoffe, du stürzt auf dein Schwert und stirbst. Wie wär's damit? Das ist ein Krieg. Das ist ein Kampfstock. Hast du keine Augen? So. Das ist ja eine Rune. So, und jetzt? Geht's runter. Wer kriegt unten aufs Maul? Was ist denn das? Weisheit! Ah.
Mittlere Rüstung, immerhin. Ist was hier so ein... Ist das eine Arena? Okay. Warte mal. Okay. Um Einzelne zu pullen ist das gar nicht mehr so schlecht. Was ist der zweite? Da waren noch zwei. Ist der zweite kaputt gegangen oder was? Ja. Ach, mein Zauber ist wieder. Ach, wieder so einer. Da kriegst du eine. Geheilt wird hier heute nicht. Versiegelte Rune. Wie viele waren diese blöden Runen? Ne? Kann man die irgendwie verticken? Was kannst du mir nicht erzählen, dass wir die alle brauchen? Der Handschuh geht mir leicht auf den Nerv. Ah. Kaputt treten. Werf sie können. Alles kaputt hauen. Dann nehmen wir die Truhe. Verschlossen. Warum habe ich das Gefühl, dass nichts Gutes bedeutet? Verschlossen. Ist der Vorraum. Schön. Feste hervorragen. Okay. Was ist hier? Hier geht's wieder hoch. Haha! Kannst du aber kaputt sagen mit den normalen Angriffen. Das ist verschlossen. Natürlich ist es verschlossen. So. Das machen wir hier am besten. Hier war ich vorhin schon. Das Ding ist komplett verschlossen. Das ist verschlossen, die eine Tür ist verschlossen, aber wir laufen nach oben müssen wieder. Wahrscheinlich kommen wir auf der anderen Seite auch noch runter und drüben ist noch ein Hebel. Dimensionsbrücke. Hä? Grüß Gott. Was ist denn hier falsch? Hat fast gut funktioniert. Der macht das absichtlich. Thank you.
funktioniert einwandfrei. Ja, 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 komm. Ja, ist es noch einer mehr worden jetzt. Die Typen kassieren irgendwie keinen Schaden. Batz! Ich hab schon verstanden, der schmeißt wieder mit seinem Blödsinn an mir. Was? So. Kleiner Stricher. So. Wie schauen wir jetzt aus hier? Wie Sie sehen, sehen Sie überhaupt nichts. Natürlich wieder Sonne mit der Turmschilde. Alter. Ich hasse Typen mit Schilden. Immer noch. So, mach runter den Blödsinn. Das ist immer noch verschlossen. Wie kommen wir da dran? Energiesplitter. Genau das, was wir brauchen. Batz! Und renn damit! Was ist denn los mit denen? Das sind genau die gleichen wie vorher, nur stärker! Schon wieder Magiesplitter. Oh, guck mal, da Truhe. Das ist sogar offen. Der Rest wahrscheinlich von der Rüstung, ne? Pike! Schwerter sind für Sterbliche. Doch dieses Schwert, es ist etwas anderes. Wenn ich es nur mit diesen Runen erfülle, dann ist es ein Schwert für Götter. Ah. Das ist ja schön für dich. Ich finde die Tür nicht, ich finde die Tür nicht hier. Ich gebe lieber den Weg raus. Ist leichter. Ja, es ist so ein Loot-Ding übersehen mindestens, ist mir aber jetzt gerade egal. Warum springst du? Ich habe den Knopf nicht mal losgelassen. Verschlossen, 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 verschlossen. Nervig. Giftwiderstandssplitter, ja, fast brauchbar. Ey, jetzt ist aber echt mal lächerlich. Wenn wir das so hinten anschauen, habe ich wieder so richtig Bock. Ich drücke immer auf die falschen Tasten, so. Der Speer. Und was wird man den können nicht gebrauchen, weil er garantierte Stärke-Eskalierung hat. Mit Ansage.
Ihr könnt hier überhaupt nichts gebrauchen von dem Shit, den ihr findet, ne? Mittlere Rüstung. Höhere Balance, höherer Rüstungswert. Höheres Gewicht. Ja, das ist Arobe. Ey, du. Aha. Okay. Interessant. Ach ja, das Angriffsmuster. Ach was! Ja, das ist ja unfair. Aber wo unfair? Was ist denn das, Johanna? Ja, aber ganz ge... Ah ja. Ich hab grad so Spaß an dem Spiel da und so weit. Mit so Spaß man überhaupt nicht. Ey, ich könnte gerade so im Strahl einfach nur kotzen. Okay. Ey, was ist das für ein Bastard? Das kann doch nicht sein! Zum Geil. Dieser blöde Handschuh, ne? Au. Fällt ihm echt Ultraspeck. Ist gut. So ein Wichser. Kann ich dafür nicht durch, oder was? Nö. Das Schild ist Gold wert, jetzt an sich. Was ich da vorher gefunden hab. Was ist das hier? Warum darf ich hier nicht durch? Hier liegt was. Versiegelte Rune, ja, davon haben wir hier noch gar keine. Kann ihr mal wieder irgendwas kriegen, was ihr braucht? Wechsel mit Turmschild. Genau das brauche ich. Komm ran. Ah, sogar mehrere davon. Weil das Spiel inzwischen entschlossen hat, dass einer davon nicht genug ist. Was? Ernsthaft, wieso halten die Typen jetzt auf einmal so viel aus? Sie schauen genau gleich aus wie die Alten. Sind ja genau gleich.
Nur das war heute jetzt dran, was wir aushalten. Was ist das hier? Ein aufgespießter Typ. Lesen. Aha. Lächerlich, die Typen. Feuern ist das schwer. Kann ich eigentlich mal irgendwas wieder haben, was das Geschick skaliert? Meine Kam. Okay. Was bist du genau? Stark bist du. Oh ja! Feuerschwein kannst du. Und schießen kannst du! Ist. Und das macht irgendwie in alle Richtungen 3 Millionen Schaden. Es macht zwar einzeln mit dem Angriff überhaupt keinen Schaden, aber aus irgendeinem Grund macht es in alle Richtungen nichts. Was Schaden. Das Spiel laggt da ziemlich beim Kampf gegen das gerade. Sollen wir das irgendwas sagen, dass das durchaus nichts als Sound kommt, wenn du irgendwelche besonderen Gegner umklatscht? Ja, du hast schießt einen Bolzen, wir haben es gesehen. Einfach tot sagen, bitte. Einfach tot knüppeln, das ist der. Das ist die beste Methode gegen die Typen. Tja, nimm das Ding. Der Stoß, Großschwert. Jawohl, etwas, was ich nicht brauche. Schön. Ich will mir irgendwie nichts mehr geben, was ich gebrauchen kann. Kann das sein? Irgendein Vorraum. Ah! Es gibt mal immer mehr von diesen blöden, elenden Turmschildhainis. Ah, ganz ruhig. Irgendwann wird das schon wieder angreifen wollen. Und irgendwann wird er nicht dann komplett mit dem Rücken zur Wand stehen. Die sind nur leicht strapazierend für die Nerven. Jetzt bin ich wieder hier. Super. Mehr oder weniger Shortcut. Okay, danke. Inzwischen, vor dem Typen darf ich nicht mal ausweichen, das ist interessant. Ich weiß genau, was das ist, deswegen renne ich weg. Ich kenne den Typen schon. Der One-Hit in me. Der stärker als alles andere, was... Der Wichser ist stärker als alles andere, was bisher hier so war. Aber wird nur als Wachen eingesetzt, finde ich gut. Nein. Der kann noch hinten blocken, ja, wir haben... Ich hab den so gern, das kannst du dir nicht vorstellen, ne? Bleib einfach hier und krepier, Mann. Turmschild! Könnt ihr mir denn endlich mal was geben, was ich ja brauch? Hab ich schon mal erwähnt, dass ihr die Typen hasst wie die Pest? Ja, da hab ich keinen Bock, das sieh ich nicht ein. Das sehe ich einfach nicht ein. Hau ab.
Unsere Schriftrolle, die holen wir gleich. Warum ist der eigentlich schneller als ihr, wenn der so fett ist? Kann man das jemand erklären? Okay, dann bleib halt stehen und fang irgendwann an zu rollen. Okay. Der macht sie eigenständig, ich weiß nicht. Hör auf zu rollen, ich tu doch gar nichts! Den kannst du echt nicht backstabben! Den kannst du einfach nicht back... Was tust du? Ich verstehe den Typen nicht, ich verstehe den einfach nicht. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Raum zwischen den Dimensionen zerreißen würde. Energiestränge treffen in Raum und Zeit aufeinander. Die Stärken bilden Verknüpfungen zwischen Dimensionen. Die meisten Risse sind unzugängliche Energiequellen. Aber einige der anderen, sie werden zu Wegpforten. Einige erscheinen als Wirbelsturm, als Mahlstrom, dem sich nur Wahnsinnige nähern würden. Ich selbst bin noch durch keine Wegpforte gereist. Doch man sagt, nach einer solchen Reise sei man nicht mehr derselbe. Nee, das sieht einfach nie ein, diesen Scheiß hier. Hätte ich da jetzt voll Schaden gekriegt, da ich hätte irgendwen erschossen. Es ist echt so unlogisch hier, das, teilweise, das ist der Wahnsinn. Ah ja. Es ist teilweise so ultra unlogisch. Und teilweise waren die wirklich übertrieben unlogisch. Die Hitbox von den Gegnern, die eigene Hitbox, wie die sich ständig nachdrehen. Das ist einfach... ohne Worte. Wenn ihr die Worte aussprechen wollen würde, die ich mir gerade im Kopf habe... Muss hier USK 18 drauf klatschen. Aber will er nicht. So. Schauen wir jetzt noch die Waffen an, die ich gefunden habe. Wahrscheinlich eh wieder nichts zu gebrauchen von dem Blödsinn. Ich darf das einfach nicht sehen. So. Stärke. Vormerken, ich kann jetzt schon mal sagen, wenn jemand dieses Spiel spielen will, ja, und das als Schurke spielen will, auf Gestick skalierend, soll das nicht tun. Du kriegst alle 10 Jahre mal eine Waffen und Rüstung sowieso keine anständige. Du wirst das anständig, wenn du auf Gestick gehen wirst, nachher kriegst du, nachher benutzt du sowieso keine richtigen Rüstungen, aber die Wasser kriegst hier, das ist der Witz. Naja. Ich würde sagen, meine Nerven sind immer noch leicht strapaziert und das wird auch nicht besser, weil immer mehr von diesen Schildkainis hier auf mir auf den Sender gehen. Aber gut. Ich würde sagen, das war's wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.